Hey Leute, heute will ich euch mal zeigen, wie ein Kurbelwellensensor vom Auto funktioniert. Das hier wäre so ein Sensor. Der besteht aus einem Stecker mit zwei Anschlüssen. Dann hier ist eine Spule und ein Magnet und ein Stück Eisen, das hier rausschaut. Ich habe das Ganze mal aufgezeichnet. Hier wäre ein Magnet, Nord und Süd. Dann hier ein Eisenstift. Das Eisen ist magnetisch. Und das Gegenstück dazu, das ist so die Motorwelle. Da befindet sich auch so ein Eisenstück dran. Und wenn dieses Eisenstück da vorbeiläuft, an den magnetischen Eisen, dann wird in die Spule eine Spannung induziert. Der Magnet ist sehr stark. Ich habe hier einen ganz normalen Schraubendreher. Und das hier ist wirklich hier sehr klein. Und ich kann damit schon das Ganze aufheben. Zack. Den ganzen Sensor kann ich aufheben. Der Magnet ist echt sehr stark. Ich kann es auch mal umgekehrt machen. Ich kann damit auch den Schraubendreher komplett aufheben. Also der Magnet hier ist echt sehr stark. Dann will ich das Ding mal an das Teleskop anstecken und anschließend ans Multimeter. Mit dem Multimeter kann man das auch schön sehen. Jetzt habe ich den Geber mal ans Oszilloskop angesteckt und ich sehe hier erstmal ein Rauschen. 50 mV pro Kästchen. Es sammelt den Elektrosmog auf. Wenn ich jetzt mit dem Schraubendreher da rangehe, also mit Eisen da rangehe, dann habe ich einen Ausschlag nach oben. Gehe ich wieder weg, habe ich einen Ausschlag nach unten. Nochmal ran, weg, ran, weg, ran, weg. Diesmal, wenn ich rangehe, Ausschlag nach oben und wenn ich weggehe, Ausschlag nach unten. Jo. Ich mache mal auf 100 mV, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Zack, ich gehe ran, Ausschlag nach oben, ich gehe weg, Ausschlag nach unten. Weg, ran, weg. Und wenn ich immer quasi ran, weg gehe, auch wenn ich vorbeigehen tue mit dem Schraubendreher, also wenn ich jetzt schnell vorbeigehe, Ausschlag nach oben und nach unten. Also sobald die Kurbelwelle, das Eisenstück von der Kurbelwelle vorbeigeht, gibt es einen Ausschlag. Ups, jetzt wieder angezogen. Also selbst wenn ich in etwas Entfernung, in ein paar Millimeter Entfernung dran vorbeiziehe, wird eine Spannung induziert. Oder ich gehe mit Schraubenzieher ran, Ausschlag nach oben, ich gehe weg, Ausschlag nach unten. Also auch ein Eisen, das mit einem Magneten magnetisch gemacht wurde und eine Spule induziert eine Spannung in die Spule, die man auf dem Osti als Ausschlag sehen kann. Jetzt nehme ich mal ein gewöhnliches Multimeter dazu. Jetzt habe ich da mal ein Multimeter angeklemmt und bin auf Spannungsmessung gegangen, auf 200 mV. Jetzt wenn ich mit den Schraubenzieher da rangehe, steckt sie ins Plus aus und wenn ich wieder weggehe, ins Minus. Mal ran, Plus, weg ins Minus. Ran, 14 ins Plus und weg ins Minus. Genau. Und ich weggehe ins Minus. Ich kann auch mal auf oben gehen. Bei Ohmmessung habe ich jetzt 242 Ohm. Also die Spule hat einen hohen Widerstand. Ist, denke ich, mal eine dünne Spule mit vielen Windungen. Gehe ich ran, geht's hoch. Gehe ich weg, geht's runter. Ran, geht's hoch und weg, geht's runter kurz. Also mit Multimeter kann man das auch sehen. 237, wenn ich weggehe, und 243, wenn ich hingehe. Je schneller ich das mache, desto extremer ist es. 256. Ja, also je schneller ich das Eisen ran tue. Und ich glaube, je massiver das Eisen hier ist, desto größer ist die Änderung auch. Auf jeden Fall ist es ein steiler Puls, den die Spule macht, die magnetische Spule. Der Magnet ist echt sehr stark. Der kann das da aufheben, obwohl das nicht gerade leicht ist. Also es ist echt ein sehr starker Magnet aufgrund von der kleinen Fläche da. Die Fläche ist echt klein von dem Magnet. Echt ein sehr starker Magnet, den das Eisen da hat. Da ist ein Eisen, dann da ist eine Spule rumgewickelt und auf der anderen Seite ein Magnet. Und dadurch
weiß dann das Steuergerät, das da angesteckt ist, wann das Eisen hier da vorbeigeht, und dadurch weiß das Steuergerät, wie der Motor steht, also auf was für einen Zylinder der gerade zünden muss. Okay,